Jo, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy und wir machen nächste Aufgabe und zwar mit Urquharts Helm. Wir reisen nach Hogsmeade. Ist zumindest mal der Gedanke dahinter. Ich muss sowieso ein paar Sachen verkaufen. Warte mal, ich muss auch gerade gucken, wie weit wir ausgerüstet, wie weit wir zu unsere Werte steigen würden. Ja, ja, definitiv. Da kann man den nämlich rausnehmen, den Zwielichtummern. Da war die goldenen Seitennummern rein. Aber ich werde mal ganz kurz eben. Genau, das müssten wir nochmal packen. Ja, die Verteidigung zu hoch. Ah ne, brauchen wir, können wir noch gar nicht, weil Level 16, wir müssen Level 16 erreichen. Okay. Okay, warte mal, ich muss mal ganz kurz das Erscheinungsbild ändern. Ihr kennt mich. Den möchte ich wieder haben. So, offensive. Haben wir schon mal gesteigert, Gesundheit gesteigert. Es wird langsam. Es wird langsam. Ich werde wahrscheinlich noch nicht mit den ganz Großen da auftauchen können, aufrüsten können, aber. Ja. So, die Wirkung ist unsichtbar ganz länger an. Machen wir das doch mal glatt. So, Inventar haben wir irgendwas gekriegt. Ich glaube, neue Briefe war das, ne? Ja. Und Minister. Fake. Ja. Okay. Gut. Haben wir noch eine neue Mission? Der Mann hinter den Monden. Gib Geld für den Dimmergeist Mode zurück. 0 von 9 haben wir ja. Wenn wir die haben, dann kriegen wir nämlich Alohomora 2 und 3. Und damit kann man dann theoretisch auch alle Schlösser öffnen. So. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht auf der Karte angezeigt, die Dinger, oder? Höchstens maximal die Trevelio. So, sprich mit. Genau, ich wollte eigentlich so zu den drei Besen. So, dann reisen wir mal rüber. So, wir sollen zu den drei Besen mit Sirona ein bisschen quatschen. Achso, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Besonderes. Hallo, schön Sie zu sehen. Bin gleich sofort da. Ich will mal ganz kurz hier gucken, weil hier ist irgendwie noch eine Beziehungsaufgabe. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo, ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willazzi, freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldlandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Überlegen wir es. Gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. So, hier ist noch irgendwas. Nicht vergessen. Die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück! So, mal kurz stärken hier. Weil das Mutterbier war, kann ich euch schon definitiv schon mal sagen, das Zeug ist verdammt lecker. Ich habe es tatsächlich schon getrunken. Am besten mit Vanilleeis. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir.
können Sie einem Kobold trauen? Ich war überrascht von Ihrer Vertrautheit mit einem Kobold. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe. Bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Was wissen Sie über die beiden? Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Machen Sie keine Sorgen? Sie schien neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Danke. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. So, suche Lodgok im Wirtshaus Eberkopf. So, müssen wir, wie viel haben wir? Hogsmeade gibt es 9 Demigaze-Statuen. Wir brauchen 9 Stück, müssen wir den bringen, damit wir dann quasi. Wir machen die Hauptmission und dann holen wir uns die Demigaze-Statuen. Ich möchte die beiden Alomora noch haben. Und Hogsmeade ist es eigentlich nicht allzu groß. Das kriegen wir relativ gut hin. Warum bewegst du, gibst du mir die Möglichkeit, hierher zu kommen? Warte mal. Alter. Hallo. Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Nee. Hier gehen wir rein. Oh. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Wo ist er? Hier ist er, Lodgok. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde Sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit ihm sprechen. Es geht um Ranrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut... Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Ranrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Ranrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Das kriegen wir an der Falle. Das Relikt beschaffe.
Woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit über Ranrock sagen? Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Na dann. Triff dich beim Grab der Hexe mit Lord Gok. Uh, 60. Ja, wie ist denn das weg? Warte mal, hier war doch irgendwas gerade. Ach so, das ist hier wieder so eine... Oh, ist eine neue Truhe. Naja, ich zahle. Ah ja, immerhin. Offensive plus 3, plus 1. So, da. Bin ich kein Fan von. Ach, ich darf da gar nicht mehr. Das heißt, dafür gar nicht mal da hoch. Super. So, also gehen wir runter. Gehen wir doch den Weg zu Fuß. Ich dachte, ich könnte jetzt mit schön mit dem Links gehen. Ja, Schloss auf Stufe 3. Also wir müssen nicht. Wir müssen es auf. Warten erstmal. Danach kann ich nämlich anfangen, die Häuser zu durchsuchen. Bereit. Gut. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Weißt du, sie hält, ist eh wurscht. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Örtkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz... Für den Fall, dass irgendwelche Feinde, weil hier links sind Feinde von uns. Vorfliegen. Wir nehmen sie mit. Come on.
30 Liter Fell nehmen wir mit. Wäre noch eine Flohflamme. Und hier ist es, das Hexengrab. Naja, warte. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Ja, was ist so besonders am Helm? Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Warum macht Renrock mit Rookwood gemeinsame Sache? Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Ja, ich bin bereit. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte. Die Sammlerhöhle betreten. Na denn, ich suche in der Gruft nach dem Helm. Das kann nur gut gehen. Ich vermute auch, dass wir hier nicht alleine sind. Wir werden sicherlich auf irgendwelche Feinde treffen. Also. Warte mal. Nee, das kriegen wir hin. Ich muss mal ganz kurz wieder meine Zauberbücher. Ich muss wieder auf Lumos gehen. Mal Lumos ersetzen. Das Problem, ich sehe halt sonst nichts. Nee, es ist falsch, ne? Motten. Oh, warte. Wenn wir schon zwei Motten um uns rum haben, das ist immer gut. Warte, wo ist denn der? Wo ist denn das Bild hier? Lumos. Ins Bad. Das hat sich jedenfalls mal gelohnt. Wie gesagt, noch haben wir keine Feinde vor uns.
noch. Wie gesagt, das wird sich jetzt ziemlich zeitnah ändern. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter suchen. Ja, mal wieder. Wir nehmen ein bisschen die Kurve nochmal. Oh! Da ist ein weiterer Ding. Wo sind die? Wo ist denn die Motte? Die letzte? Warte mal, ist auch sicherlich noch irgendwo eine Motte. Da drin, oder? Expelliarmus! Hallo, Mora? Fragezeichen? Arresto Momentum, wo war denn der? Sauber. Vanesco, nee. Livioso. Rivenia. Lumos. Ja, Lumora kriegt es. Ich brauche wohl etwas Stärkeres, um diese Tür zu öffnen. Ins Zentrum. Zentrum. Was könnte ich sich als Tür öffnen? Was könnte ich die? Die finde? Barbada. Ach so, warte mal. Links zu weisen.
Wieso krieg ich den nicht zugeordnet, den Zauber? Warte mal. Jetzt wisse ich den doch. Weiß ich nicht, ich komme hier glaube ich gerade nicht weiter. Ups, falscher Zauber. Aber ich habe aber sich hier echt durch, oder nicht? Und da komme ich doch. Es geht nicht anders, ich muss ja da durch irgendwie. Nee, eigentlich nicht. Ich muss theoretisch hier durch, durch die Dings durch. Aber wie kann ich den sauber zuordnen? Ja, sonst komme ich hier nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich versuche zu Valomora zu gehen, aber... Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich diese scheiß Tür? Wie krieg ich diese scheiß Tür auf? Lumos. Leviosa.
Revelio. Ja. Oberes zu weisen, rechts zu weisen, unteres zu weisen, links zu weisen. Ich habe keine Ahnung. Muss ja irgendwie da, also ich muss auf jeden Fall irgendwo da rein, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Revelio. Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen komplett über. Ich muss zugeben, dass ich gerade ein bisschen überfragt bin. Die Tür geht bestimmt erst auf, wenn ich die mit dem Dings. Lumos. Warte mal, kann ich was versuchen? Im Zentrum. Lumos. Ja. Kommt ja weniger, dass ich mit dem. Ja, es ist ja schon irgendwo richtig, dass ich da runter muss, ja. Also ist das. Scheinbar muss ich durch die Tür, aber wie komme ich durch die scheiß Tür? Wie komme ich durch die Kaptür? Da fehlt doch auf jeden Fall eine. Lumos. Ich weiß nicht, was sehen. So, also, zwei Dinge sind passiert. Es ist gerade mein Internet komplett abgekackt. Das heißt, Aufnahme war nicht so wirklich möglich. Und ja, ich muss jetzt gerade gucken. Wo bin ich hin? Wo bin ich jetzt? Ich muss mich jetzt nur ein bisschen orientieren gerade. Das war's zum Sammeln. Genau. Ja, mein Internet ist abgekackt. Irgendwo muss ich natürlich jetzt wieder eine neue Aufnahme starten. Ist aber nicht weiter tragisch. Kann ich das ja ein bisschen zusammenstipseln. Gut, okay, ich weiß zufällig nebenbei, was ich machen muss. Und zwar der Pulso. Da ist er. So, also, wenn ihr die Tür, die ich hier meine. Bam, haben wir mit dem Pulso auf. Deswegen konnte ich gerade in der Zeit gerade mal kurz nachgucken, wo der Pulso ist. Lumos. Na komm her, kleine Mutter. So, was in dem Raum umgucken, mache ich mal kurz. Und damit geht diese Tür auf. Und wir können weitermachen. Aber ich möchte mich bitte in dem Raum nochmal umgucken. Weil hier sind noch Dinge, die ich mitnehmen möchte. Money, 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 weil die brauchen wir nämlich für die Tränke. Ja, mehr ist es nicht, ne? Gut. Dann weiter. Ich glaube, hier ist noch jemand. Mit Sicherheit ist hier noch irgendwo jemand. Irgendwas passiert noch. Das wäre zu einfach sonst.
Was ist das hier? Der Nikos oder was? Lumos. Incendio. Ferien sind das. Oder ein Ferien sind's. Lumos. Da auch die Toten. Da auch der Toten. Da war auch der Toten mit. So, weiter geht's. Hab ich jetzt auch was verpasst? Gut. Nee, eigentlich nicht. Lumos. Geh weiter. Ich hab's ja doch mit Anim gesagt, dass ich hier irgendwas passiert noch. Das wäre zu einfach sonst. Hier sind wieder Motten. Hm. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Ich bin doch gar nicht so weit. Lumos. Ist eine Motte abgebildet. Ja, die ja. Ich glaube, ich muss die Motten von der Tür auf die Dings setzen. Oder was sind die Tür? Lumos. Ja. Lumos. Ja, man kann es auch so versuchen. So, damit haben wir die dritte Motte. Ups. Lumos. So. Da haben wir wieder ein bisschen was Zeugs. Nehmen wir alles mit hier, ne? Nehmen wir alles mit hier, was wir brauchen. Was hängt denn da? Hä? Das wirkt instabil. Lumo, gefunden. Ah, Akio. Lumos. Oder? Mit Sicherheit, Akio.
Ich vermute, ich da hoch muss. Kümmere ich mich gleich drum. Nach unten. Das ist der einzige Weg. Nach oben oder nach unten? Ich vermute, das war da. Wir gehen mal nach unten. Ja, ich verliere gerade, ob ich da hochgehen konnte. Ich gucke mich kurz mal in der Raumschnelle rum. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Mhm. So. Ich sehe die falsche Taste. Akio, hier. Lumos. Da. Drei Sitzer, sowas für den Raum der Wünsche, oder? Ist hier noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht, nix. Perfekt. Okay, dann gehen wir. War schon. Ups. War schon der richtige Weg, also gehen wir hier runter. Lumos. Haben wir hier irgendwas noch? Da ist noch irgendwas. Da ist doch irgendwas von dem Raum. In dem Raum. Nee, da ist irgendwas auch in dem anderen Raum. Warte mal. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich gerne das von mir auch angucken. Ich befürchte. Ach, wir können ja auch einmal rum. Okay. Das war nur ein anderer Weg. Alles klar. Ach nee, warte mal, hä? Ach so, okay. Ja, alles gut. Dann war eigentlich nur quasi eine Abkürzung. Lumos. Also sagen wir mal so, es war nur ein anderer Weg hoch. Wieder hoch. Also, es war ein Weg zurück. So rum ist es richtig. Warte mal, ich muss mal kurz im anderen. Ich weiß nicht, beabsichtigt. Klappe jetzt da! So. Ist noch mehr oder was? Thank you.
Gott, auf die Mitte. Alter Verwalter, die Viecher werden langsam ein bisschen, na, wie auch immer. Warte mal. So, wie wieder was. Da kam ich her. Lumos. Okay. Ah, hier. Hör mal. Eine Motte. Komm her, Motti. Also, wir wollten sie hier. Lumos. Das wirkt ja noch komplizierter. Oh, gekackt. Jetzt muss ich noch eine Motte finden und da hochbringen. Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Warte mal, wo waren wir jetzt? Wo waren jetzt die Plattform? Da hinten. Und wie müssen wir da jetzt hoch mit der Matte? So. Gut. Mit dem Pulso. Ich muss Motten zu der Tür bringen. Ja, aber wie bringe ich die eine Motte rüber? Wie bringe ich die Matte da hoch? Lumos. 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 Kann ich hier irgendwas runterlassen, runtermachen?
Ach ja, ich liebe solche Rätsel, die ich... Wie kriege ich die Motte hier hoch? Wie kriege ich die Motte da hoch? Irgendwie muss ich doch da. Wie kriege ich die da hoch? Lubos. Wie kriege ich die da hoch? So schnell kann ich. Die muss ich doch da hochkriegen, die Matte. So wie funktionieren. Lumos. Wo fahre ich schon hin? Wie zur Hölle? Ich muss da ja irgendwie hoch. Ins Zentrum. Lubos, in Zentrum. Meine Idee wäre, warte mal, krieg ich das da hin? Wenn ich die muss ja. Warte mal, kann ich die Motte an das Ding? Das wäre eine Idee vielleicht. Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht klappt es ja. Lubos. Warte mal. Ja, das war der Gedanke dahinter.
Genau. Jetzt probiere ich das da hochzubringen, mir die Motte zu holen. Mit Lumos. Und dann könnte es funktionieren. Warte mal. Ah, oh, kannst du mal diese Scheiß. Lumos. Komm rüber. Komm her. Das war der Gedanke dahinter. Auf die Idee hätte ich schon mal daher. Hätte ich vorher kommen können. Aber wir haben sie hingekriegt. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Da haben wir sie doch. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Eine tote Erschwinderin. Den sollte ich Lodgok zeigen. Kehre zurück zu Lodgok. Aber vorher möchte ich mir nochmal die Truhen angucken, hier schnell. Revelio. Das ist immer gut, das Geld mitzunehmen, weil wir brauchen es ja hier irgendwann mal. Ist irgendwas noch eine Statue oder was? Habe ich das übersehen? Nee, das ist die Statue, oder? Ist das die? Ja. Okay. Alles gut, das war genau die Statue, die ich gedreht habe. Alles klar. Also es waren wieder komplizierte Rätsel dabei, ja? Also ein bisschen mit denken, logische Rätsel. So, was muss ich hier machen? Ein Mechanismus zum Öffnen der Tür. Nehmen wir das mit. So. Das liegt. Kehre zurück zu Lodgok. Da ist er. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ja, klar. Ich kümmere mich darum. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Hol dir den Helm von den Dieben zurück. Ich halte mich jetzt gerade mal so ein bisschen aus den Kämpfen hier raus, weil hier war, ich weiß, dass hier ein Gegner war. Aber die werden bestimmt auf meinem Level sein ungefähr. Könnte ich mir mit garantierter Sicherheit sagen. Ich hoffe zumindest. Da sind sie. Die Erschwinderin. Für diese Tat wirst du büßen. Lumos. Ich wusste, dass du noch da bist. Im Zentrum. Ich muss mal... Ich bin voll im Kampf drin. Ich kann nicht. So, jetzt. So, Kafringo. Let's go.
in Zentrum. Jetzt! Lass das auf. Schau mal nach oben. Expulsion! Das musst du hinter mir von deinem Talent. In Zentrum. So. Oh, Gott sei Dank. Schön. Mega Powertrank, immer gut. So. Nochmal Mega Powertrank, sehr schön. Sammler unverzeihlich 2, okay. Und Gesammlung. So. Muss ich gerade gucken, wo ich hin muss. Da ist der Helm, oder was? Ne, das ist wieder was Geld. Ist der Hütte oder was? Das war es. Das ist für Rookwood. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. So, du bist Geschichte schon mal. Haben wir noch irgendwas in der Nähe? Geschichte. So, ich mache mich zurück zur Rolle und guck. Das wird mir ganz blöd, einfach sonst. Weil also Level 17er dabei gewesen ist, geht aber noch gerade so. Aber ich habe zumindest meine Ruhe. So, bringen wir den Helm zu Ludgog zurück und dann wird es wahrscheinlich das Ende sein. Aber es kommt noch irgendwas. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? So, da ist er. Moin. Ja, Schwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Das war nur ein Helm. Für mich sieht er aus wie ein normaler Helm. Pah, Sie sehen nur, was er ist, aber nicht, was er bedeutet. Für die meisten Kobolde ist es mehr als bloß ein Helm. Dass Sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, da bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. So. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Wir sind bei Level 16 schon mittlerweile. So, was haben wir dann als nächstes in der Aufgabe? Oh, das sehen wir dann uns in der nächsten Folge an. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Bis dann. Tschüss.